Beate beim Frauenarzt. Asexualität in 3, 2, 1. Und neue Kandidaten aus der RTL-Hölle. Guten Tag zu einer neuen Saison Schwiegertochter gesucht. Lilo Wanders? Kennt ihr mich? Nee. Olivia Jones in alt und schlecht geschminkt. Lilo unterstützt Beate. Vera in Sachen Beate vorführen. Ich möchte jetzt mit dir zu einer Frauenärztin. Irgendwann muss ich ja mal. Frühjahrsputz bei Beate. Keine Sorge, Beate war natürlich schon mal beim Arzt. Irgendwann wusste der Tierarzt halt auch nicht mehr weiter. Ich ziehe mich jetzt zurück. Seid nur ihr beide. Die GoPro-Bilder aus dem Behandlungsraum hat RTL mir exklusiv zur Verfügung gestellt. Achtung! Wer irgendwann mal Kinder haben will, sollte jetzt den Raum verlassen. Oh mein Gott. Wir lassen die Bilder jetzt einfach mal hier weiter. Ach du Scheiße. Weiterlaufen. Aber immerhin, die Ärztin hat eine gute Nachricht. Sie ist eine gesunde Frau. Okay, jetzt müssen wir doch unterbrechen. Beate ist eine Frau. Mit einem kleinen hormonellen Problem. Also wir halten fest, Beate ist ein gesunder Mann mit ein paar weiblichen Hormonen. Damit sich Beate nicht mehr so männlich fühlt, geht Lilo mit ihr Dessous kaufen. Kannst das sogar ohne BH tragen. Und dir die Quarktaschen in den Schlüpfer stecken. Mit plüschigen Pfennigabsatzpantoletten erreicht Beate schwindelnde Höhen. Die Kombination aus Fell am Schuh und Fell am Bein. Wow. Du bist ein Schwan. Ein Schwan gefangen in einem Pottwal. Die Zeit mit Lilo, die ich in Hamburg verbracht habe, war echt top secret. Dumm, dumm, dumm. Gratulation, Lilo Wanders hat es geschafft, Beate noch mehr bloßzustellen, als Vera das je geschafft hat. Schauen wir mal auf die anderen Kandidaten. Dann haben wir in diesem Jahr eine Doppelverkupplung. Sebastian und? Das hier ist mein Onkel. Und mein Vater. Und mein Bruder. Ich habe mir vorgenommen, nur einmal zu heiraten. Geht das? Wie sollte denn die Frau so sein? Teilweise wie meine Mutter, also so 5%. Und 95% von seinem Papa. Und wie soll die Frau für Onkel Jürgen sein? Ist ja egal, ob sie blond ist oder braune Haare oder schwarze Haare hat. Blond ist oder braune Haare oder schwarze Haare hat. Sebastian hat noch eine Überraschung für uns. Ich habe auch eine Infrarotsauna zu Hause. Die benutze ich ein-, zweimal am Tag. Diese Bilder zählen im Übrigen als Verhütung. Oder spürt jemand von euch noch was Sexuelles? Aber Moment, spul nochmal zurück. Worauf setzt er sich da? Oh, das hätte ihm doch jemand sagen müssen, dass... Oh, Bäcker René ist dabei. Er ist zarte 37. Was? Und deswegen spielt seine Mutter auch eine wichtige Rolle in seinem Leben. Das Wichtigste ist für mich die eigene Familie. Keine Sorge, die Kinder von René und seiner Mutter sind schon längst aus dem Haus. Das hier ist im Übrigen kein verdreckter Schalter für die Teigmaschine. René, drück mal. Mit Undines BH unter dem halbtransparenten Pulli telefonieren sie nach Hause. Jetzt kommt Robin. Ich interessiere mich für Züge im Allgemeinen. Der Zug für Robin ist abgefahren. Monsieur Train for Robin ist... Ich bin stolz auf den Robin. Ja, der ist so jung und hat so vieles im Griff. Manchmal sogar zwei Dinge gleichzeitig. Die Maus zum Spulen. Ich interessiere mich für Schildkröten. Unbedingt bewerben. Ja, dann ist das hier euer Haustier. Oh. Wie soll sie denn sein, deine Freundin? Am besten blind, würde ich sagen. Weiter geht's mit Howard Carpendale und der Gabriel. Mein Name ist Arthur. Aber der ist noch auf dem Markt, oder? Mutter, wir so eine Frau haben, so wie du bist, die richtig reinhaut. Ja, hier, dann so heiratst du mich. Wie schön. Deswegen macht ihm seine Mama noch ein ganz besonderes Geschenk. Die Tür ist zu, wirf mal einen Schlüssel runter. Ja. Schlüssel der Keuschheit? Heute Nacht ist es soweit. Kuss Mama. Möpschen, dass du mir die Blumen gebracht hast. Möpschen, ich dachte Arthur. Aber warum sind die dann in der Sendung? Ich suche für meinen Mops eine ganz nette, solide Frau. RTL hat das falsch verstanden. Sie sucht für ihren Mops einfach eine Hundedame, nicht für ihr Möpschen Arthur. Frage an euch, welche Klischees wird RTL beim Russen Waldemar verbraten? A. Wodka. B. Waldemar steht im Wald. C. Russisch Brot. D. Sie führen die gesamte Familie mit dem Folklore-Style vor. Richtige Antwort ist A. Wodka ist B. Wenn ich eine richtige Frau finde, dann bin ich echt auf Glückspilz. C. Und D. Und wie soll die Frau aussehen? Kuchen. Gut, Waldemar. Gute Wahl. Nach 4, 8, 12 Wodka ist der Rest doch egal. Was? In Rostock hat ein Mann seinen Fernseher aus dem Fenster geworfen, weil das Programm so scheiße ist. Halt! Sonst verpasst er doch den Premium-Kandidaten. Im majestätischen Monaco ist ein adliger Advokat auf der Pirsch nach seiner mondänen Märchenprinzessin. Den kenne ich doch. Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Ich bin Journalist und Schauspieler. Schauspieler? Und ich dachte, bei AstroTV ist mein Medium. Es gibt keine Grenzen für das Reichtumselixier, ob sie das jetzt auf ihren Kontoauszug sprühen. So wird das im Übrigen hergestellt. Was? Ihr wollt euch nicht melden. Moment. Zack!
spürt ihr diese Aktivierung. Auch zu Hause, ihr spürt sie auch jetzt schon. Achtung, es gibt in diesem Jahr einen neuen Ingo. Ich würde sogar für meine Frau einen begehbaren Schrank entwerfen. Ey, der gehört mir, Bitches. Beim nächsten frage ich mich, warum will RTL, dass der sich Deo auf den Hintern sprüht? Und zum allerersten Mal möchte ich einem attraktiven Andersliebenden zu Schmetterlingen im Bauch verhelfen. Ich lege sehr viel Wert auf mein Äußeres. Problem, er hat leider keinen Spiegel. Weiter geht's mit Enrico. Vom Sternzeichen Jungfrau. Das gilt garantiert nicht nur für sein Sternzeichen. Natürlich. Warum der noch keine Frau hat, das verstehe ich auch nicht. Und das, obwohl du mit deiner Mutter in einem Club tanzen gehst. Komm mal, hast du den schönen Sachsen da, wo die Männer wichsen. Roland sucht. Lass das Ding nicht allein. Der muss die Leute von da wegziehen. Da hat er einen Rotz auf die. Ich schraube gerne an Autos, aber ich würde lieber an einer Frau rumschrauben. Und dafür will Erdogan keine Strafanzeige stellen, oder was? Thomas. Sieht verdammt gut aus. Ach du heilige Makrele. Warum macht der damit? Und er soll endlich mal eine Frau kennenlernen, damit ich meine Ruhe habe. Jetzt ist auch klar, warum Jürgen Klopp nichts mehr mit dem BVB zu tun haben will. Ich hasse YouTuber, die ihre Produkte über die Beschreibung verkaufen. Aber die Tasche ist toll. Ich bin total schockiert, wie RTL offensichtlich minder bemittelte Menschen vorführt. Hier gibt's noch mehr fragwürdiges Material. Das Trickspiel zu Schwiegertochter gesucht hat, ohne Scheiß den fiesesten Kater aller Zeiten beschert. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Reichtumselixier versprühen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ciao!